Wir sehen heute geradezu einen Zinszunami. Nicht nur, dass die EZB ein Dreiviertelprozent die Zinsen anhebt, nein, auch Fed-Chef Jerome Powell hat heute klargemacht, was er schon in Jackson Hole angedeutet hat. Die Märkte hatten so ein bisschen gehofft, na, vielleicht wird das ein bisschen aufgeweicht, aber nein. Powell sagte, wenn man zu früh zu lax wird bei der Inflationsbekämpfung, dann fällt einem das auf die Füße. Da ist dann die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Fed ebenfalls dann jetzt im September die Zinsen um 0,75% anhebt, die ist deutlich nochmal nach oben gegangen und dennoch sind die Aktienmärkte nicht gefallen. Vielmehr droht sogar ein biblischer Short Squeeze, wie die Bank Nomura sagt. Warum das so ist, will ich gleich mal zeigen, aber wir starten erstmal mit dieser EZB und der Zinsthematik. Hier die Meldungen überschlagen sich. Das erste Mal seit Einführung des Euro-Bargelds hat die EZB die Zinsen um ein Dreiviertelprozent angehoben. Und schauen wir uns mal die Reaktion des Euros an. Die war gestern schon positiv. Diese blauen Kerzen, diese grünen Kerzen, könnte man auch sagen, wenn man diese in anderen Charts sieht, die sind schon gestern Abend gewesen. Als dann die Entscheidung kam, ist er nochmal so ein bisschen nach oben, hat sich dann leicht abgeschwächt in diesem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Also das meiste ist im Euro schon abgefrühstückt gewesen. Aber eins ist klar, hätte die EZB nur ein halbes Prozent gesenkt, dann wäre der Euro abgeschmiert. Dann hätten die Märkte gesagt, allzu ernst meint ihr es nicht mit der Inflationsbekämpfung, also gab es keine Alternative dazu. Deswegen war die Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht, wie ich heute Morgen schon gesagt hatte, überragend, dass es so kommen wird. Und jetzt macht man diesen Jumbo-Schritt, könnte man sagen, sagt aber gleichzeitig, dass die Dynamik der Wirtschaft stark verlangsamt sei im zweiten Halbjahr 2022. Kein Wunder, die Energiekrise, wie passt das zusammen? Und auf der anderen Seite hat Lagarde dann klargemacht, also wir werden mindestens auf die nächsten beiden Sitzungen die Zinsen anheben, maximal aber bei den nächsten fünf Sitzungen, nicht mehr als bei den nächsten fünf Sitzungen. Also da kommt noch einiges. Wie das mit dieser wahrscheinlich in eine Rezession fallende Wirtschaft zusammenpasst, bleibt unklar. Und vor allem sehen wir auf der einen Seite jetzt der Versuch der EZB zu bremsen durch Geldpolitik und auf der anderen Seite sehen wir Regierungen, die massiv Liquidität wieder ins System schütten. Insgesamt laut Berechnungen der Think Tanks Brügel 400 Milliarden Euro alleine in der Eurozone durch Maßnahmen der Regierungen gegen die Energiekrise, also linke Tasche, rechte Tasche. Die EZB versucht letztendlich Liquidität durch Zinsanhebung zu entziehen und die Regierungen pumpen sie jetzt wieder rein. Das ist lustig, obwohl hier eigentlich in Europa das Nachfrageproblem weniger groß ist als in den USA. Nur 15% der Inflationsentwicklung sind auf Nachfrage zurückzuführen. In den USA ist es das Doppelte. Aber schauen wir uns doch mal diesen wunderbaren Einlagezins an. Der Zins ist wieder da, so steht es im Titel dieses Videos. Was meint das? Nämlich den Einlagezins, also das, was man im Prinzip als Bank bekommt, wenn man bei der EZB Gelder hinterlegt. Und der ist jetzt durch diese Zinsanhebung, durch die Leitzinsanhebung heute, das erste Mal seit dem Jahr 2014 positiv geworden. Also fast ein Jahrzehnt hat man als Bank kein Geld gekriegt oder sogar Geld bezahlen müssen, wenn man bei der EZB Geld geparkt hat. Das hat Konsequenzen auch für die Banken, deren Kurse heute dann in Reaktion auf diese Zinsanhebung gestiegen sind. Also hier sehen wir, dass wir eine gewisse Normalisierung sehen, eine gewisse Normalisierung. Lagarde hat dann weiterhin noch gesagt, ja, also wir sind far away from a policy setting that will be enough to bring inflation down. Also da kommt noch mehr. Nordea sagt dann, okay, wir erwarten nochmal einen 75 Basispunkte Schritt im Oktober, dann nochmal 50 im Dezember und nochmal 25 Anfang des nächsten Jahres. Die Frage ist nur, was passiert, wenn die Wirtschaft absäuft aufgrund der Energiekrise? Wird die EZB dann solche Sachen machen wie Yield Curve Control oder das TPI-Programm starten zum Ausgleich der Renditedifferenzen etwa zwischen italienischen und deutschen Staatsanleihen? Man weiß es nicht. Also
So richtig stringent wirkt das alles nicht. Man hat auf der einen Seite die Inflationserwartungen nach oben genommen. Hier sehen wir mal 8,1% jetzt für das Jahr 2022 und hat auf der anderen Seite dann die Wachstumsprognosen nach unten genommen. Dazu gleich mal mehr. Aber einer der entscheidenden Gründe dafür, dass die EZB heute so agieren musste, ist die Inflationserwartung. Die EZB fürchtete, dass diese Inflationserwartung sich entankert. Also praktisch eine self-fulfilling prophecy werden, wenn ich Inflation erwarte als Unternehmen, als Konsument, dann verhalte ich mich so, ziehe ich Käufe vor, damit mache ich die Nachfrage immer heißer, damit bringe ich die Inflation nach oben, also konnte die EZB nicht viel anders agieren. Dass das alles noch insgesamt zu wenig ist, sehen wir hier mal der Vergleich eben zwischen der Einlage, dem Einlagezins, der jetzt bei 0,75% steht, und der Inflation, die bei 9,1% steht in der Eurozone. Also es reicht hinten und vorne nicht. Und hier sehen wir die von vorhin schon angesprochene Wachstumserwartung für das Jahr 2022. Raufgenommen worden seit der letzten Projektion im Juni, überraschenderweise, aber dann für 2023 nach unten genommen worden. All das ist arg optimistisch, könnte man sagen, denn schauen wir uns etwa mal den IFO-Index an, Business Climate, oder auch den Erwartungsindex beim IFO, das weist alles massiv nach unten. Aber die EZB sagt, nein, 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 wir erwarten keine Rezession, sondern eher so eine Stagnation. Stagnation ist wahrscheinlich so das Härteste, was die EZB sich zu sagen traut, laut Andreas Denor Larsen. Man will dieses Wort irgendwie nicht in den Mund nehmen, das böse R-Wort, obwohl die Evidenz klar ist, dass wir in eine Rezession fallen werden. Und das sehen wir auch etwa, das IFW, Institut für Weltwirtschaft in Kiel, hat gesagt, wir erwarten eine Rezession und Rekordinflation. Und hier sagt etwa Security Capital, Europa wird eine Rezession erleben, die eine der schlimmsten sein wird, und das sei in den Märkten, in den Risikoassets noch nicht wirklich eingepreist. Da ist durchaus ein Punkt. Aber jetzt haben wir also wahrscheinlich eine Rezession. Jetzt haben wir aber ein geniales Wirtschaftsministerium unter einem noch genialeren Wirtschaftsminister, und das Wirtschaftsministerium hat gesagt, na, heute angesichts also der Probleme, die die deutsche Wirtschaft ohnehin schon hat, die Pleiten nehmen zu, die Energiekrise bringt viele Firmen an den Rand oder über den Rand ihrer Existenz, und jetzt hat man eine neue Idee im Wirtschaftsministerium und will jetzt Geschäfte mit China erschweren, indem man etwa zumindest weniger attraktiv machen, indem man etwa hier bestimmte Maßnahmen ergreift, Exportgarantien, Trade Fair, State Loans, also staatliche Kredite etc. etc. Und das angesichts der Tatsache, dass China ja unser wichtigster Handelspartner ist in der Summe. Das ist eine super gute Idee in der Zeit jetzt, in der wir gerade sind, in der die Wirtschaft wirklich praktisch einen Notschrei nach dem anderen loslässt. Dann kommt jetzt so eine Idee auf den Tisch. Ist ja irgendwo verständlich. Man will nicht denselben Fehler machen wie mit Russland, dass man zu abhängig ist von einem anderen Land, dessen Demokratieverständnis, vorsichtig formuliert, jetzt nicht dem unseren entspricht. Aber es ist vielleicht ein sehr ungünstiger Zeitpunkt, jetzt in der Situation noch mehr Gegenwind in diese ganze Lage zu bringen. Das verstehe ich persönlich nicht. Und vielleicht kommt ja Erleichterung. Gaspreis ist heute wieder gefallen. Ein Grund dafür, den sehen Sie hier auf der linken Seite. Wir haben gestern noch nie so viele LNG-Frachter gesehen, die Flüssiggas nach Europa transportieren, nämlich 81 Stück. Hier sehen Sie vorwiegend Amerika, die hier Kanada, die hier sich Richtung Europa bewegen. Das ist ein absoluter Rekord. Man spricht hier von einer Kavallerie. Das hat dann den Gaspreis heute Morgen nochmal unter Druck gebracht. Das ist natürlich jetzt in Sachen CO2 alles nicht so furchtbar super, dass also über viele tausend Kilometer mit Schwerdiesel dann diese Flüssiggasgeschichten transportiert werden, die selber schon extrem energieintensiv sind. Man muss das Gas runterkühlen. Enorm energieintensiv, aber da schauen wir dann nicht so genau hin, gell? Also in Sachen CO2 hat Deutschland die schmutzigsten Energiemix aller Nachbarländer, jetzt zumindest aller westlichen und südlichen Nachbarländer. Von Polen brauchen wir jetzt nicht reden mit ihrer Kohle, aber Frankreich etc. etc. Was CO2 betrifft, sind wir derzeit ganz klar
Westeuropameister, was sehr erstaunlich ist unter der Beteiligung der Grünen an der Regierung. Und hier sagt jemand, ob sich die Grünen vielleicht nicht als Religionsgemeinschaft eintragen lassen könnten, vielleicht so als Konkurrenz für die Kirchen, die ja auch irgendwie so ein bisschen nach unten gehen, irgendwie im Abstieg sind. Aber hier sagt ein Leserkommentar eben weiter, was sollten wir tun, die drei Kernkraftwerke weiter betreiben, die drei stillgelegten wieder aktivieren, zumindest für eine gewisse Frist, sehe ich genauso. Dann haben wir vor Borkum seit 30 Jahren erschlossene Gas- und Erdölfelder, die wir mit einer Pipeline anschließen könnten, auch wenn es auf Borkum da Proteste gibt. In Niedersachsen könnte man innerhalb von 3 Monaten ein umweltschonendes Fracking installieren. Wir haben ja dieses Gas, aber da Fracking ist böse. Aber wenn die anderen fracken, das Ganze dann noch zu Flüssiggas letztendlich verarbeiten, energieintensivst, CO2-intensivst, damit Schweröl, das tausende Kilometer über die Meere schicken, das ist okay, das nehmen wir gerne. Also richtig Sinn macht das Ganze nicht, denn damit würden wir dann in den nächsten 10 Jahren unabhängig von Russland und Co. könnten dann die Industrie wieder einen Boost geben, die derzeit so notleidend ist. Und dann könnte die deutsche Industrie eben mit diesem Rückenwind versuchen, eben in Umweltschutztechnik weiterführend zu werden oder diese Rolle noch weiter auszubauen. Das wäre doch eigentlich eine Politik, die Sinn macht. Aber nein, man hängt in Ideologien fest, man deindustrialisiert Deutschland lieber, wie ich gestern getitelt hatte, und kann dann wenigstens sich als bekennende Glaubensgemeinschaft formulieren. Aber kommen wir abschließend noch zu den USA. Jerome Powell, wie gesagt, der hat heute letztendlich alles negiert, was die Märkte insgeheim vielleicht gehofft hatten. Irgendwie vielleicht eine leichte Abschwächung wegen Konjunktur, Europa, China etc. Nein, er bleibt auf Kurs. Dementsprechend sehen wir die Wahrscheinlichkeit eines 75-Basispunkte-Schrittes jetzt auf der Sitzung im September bei 86%, gilt also als fast sicher. Goldman Sachs hat jetzt auch umgeswitcht und gesagt, das wird kommen. Wir sehen, dass die Mortgage Rates in den USA auf dem höchsten Stand seit 2008 sind. Und normalerweise sind all das keine wirklich guten Nachrichten für die Aktienmärkte, möchte man glauben. Aber jetzt schauen Sie sich mal das an. Wir sehen hier Stockputs, also praktisch Put-Positionen auf einzelne Aktien. Schießt massiv, ist massiv nach oben geschossen. Und da ist ein absolut biblischer negativer Delta Surge möglich. Mithin, es wird also so sein, wenn die Märkte jetzt steigen, dann werden diese Positionen, die ja auf fallende Kurse setzen, entweder als reine Spekulation oder als Absicherung für ein Long-Portfolio unter Druck kommen, müssen dann aufgelöst werden. Dadurch werden diese Positionen, treten diese Auflösungen als Käufer am Markt auf und bringen das Ganze weiter mit nach oben. Wir sehen außerdem, dass eben institutionelle Investoren sich so stark abgehedged haben oder so viele Puts gekauft haben wie never ever before, nämlich im Volumen von 8,1 Milliarden Dollar haben wir zumindest in den letzten 22 Jahren nicht gesehen. Wir sehen, dass die Stimmung miserabel ist bei den Privatinvestoren, nur 18% Bullen, und diese Privatinvestoren jetzt wirklich auch Aktien verkauft haben. Davor waren sie nur bärisch, aber haben ihre Aktien nicht verkauft, wie wir wissen. Und jetzt schauen wir uns mal rechts etwa die CTAs an. Und das sind Vermögensverwalter in den USA, selten so untergewichtet in Aktien gewesen. Wir sehen NAAIM, auch das sind Vermögensverwalter, extrem geringe Aktienquote. Und wir sehen auch Retail Flows, oben links in dieser Grafik, stark nach unten zeigend. Also das ist jetzt nicht die Situation, in der ich persönlich jetzt short gehen möchte, auch wenn ich davon überzeugt bin, dass wir übergeordnet und einen Bärenmarkt sind, droht aber ein biblischer Short Squeeze im kurzen Zeitfenster. Das ist zumindest die Gefahr. Je weiter die Kurse steigen, umso wahrscheinlicher dann ein solcher Short Squeeze. Und vor allem ein bisschen eine Absicherung nach unten, weil diejenigen, die Puts haben, wenn dann die Kurse fallen, dann treten die irgendwann, wenn sie dann diese Puts auflösen, eben auch als Käufer auf. Das ist genau der Punkt. Putin verteufelt Europa und setzt auf Energiepakt mit China. Erste Artikelempfehlung. Da russische Quellen und auch mal so ausführlich, wie Sie es wahrscheinlich noch nirgendwo gelesen haben, was Putin gestern eigentlich gesagt hat. Da kommen wir hier nur Fetzen an. Bei uns im Westen hier mal sehr viel genauer, sehr viel analytischer, was genau da passiert ist mit Aussagen von anderen wichtigen Entscheidungsträgern in Russland. Absolut empfehlenswerte zu lesen. Und was sagen Experten jetzt zur glorreichen EZB?
Da gibt es 8 Bankaussagen dazu, die wir mal zusammengetragen haben in einem Artikel. Wie gesagt, die EZB will eigentlich in irgendeiner Form datenabhängig sein, aber dann sagt man, naja, wir werden so oft noch die Zinsen anheben, nicht weniger und nicht mehr und so weiter und so fort. Passt alles hinten und vorne nicht zusammen. Aber gut, wer hinter der Kurve ist, der muss dann schneller rennen und prallt dann manchmal gegen die Wand. Also diese beiden Artikel-Empfehlungen. Ich sage Servus und Ciao.